Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vortragveranstaltung mit Konrad Adam zum Thema Natur ist mehr als Umwelt über den rechten Ursprung einer linken Parole. Begrüßen möchte ich auch ganz herzlich den Referenten des heutigen Abends, Konrad Adam, der bereits 2012, also vor knapp 10 Jahren, zur Eröffnung der Bibliothek bei uns referierte. Ja, kaum ein Thema ist medial und politisch so präsent wie das der Klima, wie das des Klimas und des Naturschutzes. Erwartungsgemäß ist also auch die Haltung im konservativen Lager zu diesem Thema gespalten. Vereinfacht gesprochen, Klimaskeptiker auf der einen und Naturkonservative auf der anderen Seite. Diese Lagerbildung sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Natur ein Kernelement konservativen Denkens ist. Die geistesgeschichtliche Tradition zeugt davon. Unser heutiger Referent, Konrad Adam, wies bereits in seiner Schreitschrift Kampf gegen die Natur, der gefährliche Irrweg der Wissenschaft, darauf hin, dass die Natur der Maßstab für Fortschritt und Wissenschaft sein sollte und man diese eben nicht den Machbarkeitsfantasien der Wissenschaft unterwerfen dürfe. Wir erhoffen uns heute von Ihnen, Herr Adam, genauer zu erfahren, warum der Naturschutz ein dezidiert konservatives Thema ist und warum diese eine exponiertere Stellung im konservativen Denken einnehmen sollte. Konrad Adam wurde 1942 in Wuppertal geboren, studierte die alten Sprachen, Geschichte und Philosophie, promovierte im Anschluss darauf über antike Literaturtheorien und arbeitete dann, wie das viele von Ihnen wahrscheinlich wissen werden, zunächst im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und war dann Chefkorrespondent der Welt von 2000 bis 2008. Im Jahr 2013 gründete Adam mit anderen gemeinsam die Alternative für Deutschland, die er mittlerweile wieder verlassen hat. Zuletzt erschienen von Adam sind Kampf gegen die Natur und jüngst Gräben, was zur Einheit fehlt, indem er an die Gräben entlang geht, die unser Land seit Jahrzehnten durchziehen und die Menschen getrennt halten. Das Buch können Sie auch für 17 Euro vorne am Eingang erhalten. Zunächst aber herzlich willkommen, Herr Adam, und vielen Dank, dass Sie uns besuchen. Herzlich willkommen. Herr Gerke, vielen Dank für Ihre freundliche Begrüßung. Sie haben an die 10 Jahre erinnert, die die Bibliothek inzwischen hinter sich hat. Soweit ich das beurteilen kann, rein äußerlich, hat sie sich sehr schön gut entwickelt. Damals habe ich allerdings nicht hier gesprochen. Insofern war Ihr Begriff bei uns etwas übertrieben. Damals war die Bibliothek noch nicht so üppig entwickelt wie jetzt. Die Eröffnungssitzung fand damals gegenüber im Ludwig-Erhard-Haus statt. Aber wie gesagt, was damals erst ein Plan war, ist inzwischen ausgereift. Und ich freue mich, dass ich nach 10 Jahren wieder hier sprechen kann, wenn auch über ein anderes Thema, Naturschutz oder Umweltschutz. Normalerweise werden diese beiden Begriffe ja synonym verwandt. Ich reiße sie bewusst auseinander und gehe zunächst einmal von der Natur aus. Folgt man der deutschen Sprache, dann halten die Deutschen die Natur und alles, was mit der Natur zusammenhängt, in hohen Ehren. Eigenschaftswörter wie natürlich, naturnah, naturwüchsig, naturbelassen und so weiter dürfen auf allgemeine Zustimmung, auf Sympathie und Beifall rechnen. Wer diese Worte gebraucht, der kommt an. Auch ohne, dass er näher erklärt, warum er so spricht und welche Gründe er für seine Naturvorstellung vorführen mag. Natur, so würde ich zusammenfassen, Natur ist gut. Und wer sich zu ihr bekennt, der ist erst recht gut. Das glaubten schon die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, als sie die Kindererziehung das natürliche Recht der Eltern nannten und diese förderst ihnen obliegende Pflicht. Die Nachfolger gingen sogar noch ein paar Schritte weiter und haben die natürlichen Lebensgrundlagen insgesamt unter Schutz gestellt. Ihnen sogar Verfassungsrang verliehen. Das ist ein weites Feld, das ich hier glaube, nicht weiter abschreiten zu müssen, weil es den meisten von Ihnen ohnehin bekannt sein dürfte. Die Deutschen lieben die Natur. Manches davon klingt in der Rede an, die Ludwig Klages seinerzeit am Vorabend des Ersten Weltkrieges mitten in Deutschland auf dem Gipfel des Hohen Meißners an die freideutsche Jugend gerichtet hatte. Er sprach zu einer Zeit,
in der die industrielle Revolution das Land erobert und Spuren hinterlassen hatte, von denen Klages, Verfasser eines vielgelesenen Buches über den Geist als Widersacher der Seele, voller Zorn berichtet. Er beklagt die Verwandlung der Natur in ein mit Landwirtschaft durchsetztes Chicago, den Raubbau an Wald- und Weideflächen, das Schwinden der Arten und die Einbußen an Lebensraum für Mensch und Tier. Man habe die Natur an der Gurgel gepackt, zitiert er den Dichter Nikolaus Lenau, dass ihr das Blut aus den Poren spritzt. Er spottet über die Großstadtmenschen, die beim Anblick eines Kartoffelackers Natur zu sehen glauben und ihre höheren Ansprüche befriedigt sehen, ich zitiere wörtlich, wenn auf den mageren Chasseebäumen einige Stare und Spatzen zwitschern. Doch die Einbuße, so möchte ich hinzufügen, die Einbuße ist ja viel größer. Die Menschen wüssten gar nicht mehr, was sie mit dem Verlust der stillen, der unberühmten, der natürlichen Natur, auch die Maßstäbe für Anmut und Schönheit, für Ruhe und Gelassenheit verloren hätten. Und was das für böse Folgen haben könnte, das wüssten sie erst recht nicht mehr, sagt Klages. Denn die Natur sei nicht zu Späßen aufgelegt, sie schlage zurück. Und sie räche sich für den Versuch, sie zu entzaubern, in Dienst zu nehmen, in Wert zu setzen und wie die gängigen Euphemismen sonst noch lauten mögen. Klages sieht nicht sehr positiv in die Zukunft. Er hatte immerhin vorläufig Bilanz gezogen und war zu einem ziemlich traurigen Ergebnis gekommen. Und als wolle er die neueren Debatten über Generationengerechtigkeit, über Naturschutz und das Recht auf Zukunft vorwegnehmen, erinnert er seine jugendlichen Zuhörer daran, dass die Entscheidung über die Lebensbedingungen auf diesem Planeten, also nicht nur in Deutschland, in ihren Händen liegt, in den Händen der Jugend und nicht ihrer Eltern. Unsere europäischen Nachbarn haben für diese etwas exzessive, gefühlsbetonte Naturbegeisterung der Deutschen wenig Verständnis und noch weniger Sympathie empfunden. Es war eine Französin, die Madame de Staël, die sich über die Leidenschaft amüsierte, mit der sich die deutschen Romantiker in die Natur zu versenken liebten. Als Deutscher, schrieb sie in ihrem vielgelesenen Buch über Deutschland, müsse man, um die Natur zu kennen, eins mit ihr werden zu versuchen. Die gleiche Distanz und das gleiche Fremdeln, wenn auch etwas anders begründet, finden Sie beim Engländer John Stuart Mill, dem Schulhaupt der Utilitaristen. Er hielt die deutsche Naturschwärmerei nicht nur für überflüssig, er hielt sie für gefährlich. Sei es doch Pflicht der Menschen, die Natur zu verbessern, nicht nur ihr zu dienen. Die Deutschen haben sich das zu Herzen genommen und die Natur auf ihre Weise verbessert. Sie haben die Zugspitze erschlossen, mit zwei Bergbahnen zugleich. Sie haben die Altmühl in Wert gesetzt, begradigt und kanalisiert. Den Reinhardswald, eines der letzten geschlossenen Waldgebiete Deutschlands, wollen sie mit Windrädern von mehr als 100 Metern Höhe vollstellen und was es sonst noch gibt an einschlägigen Plänen. Die Deutschen werden nicht müde, sich selbst, das Land, am Ende dann wohl auch die ganze Welt, zu optimieren. Voller Bewunderung für das technische Genie der Chinesen haben sie bei den ersten Olympischen Winterspielen ohne natürlichen Schnee mitgemacht. Und bei den nächsten werden sie mit Sicherheit auch wieder dabei sein. Kunsteis und Kunstschnee, künstliche Berge und künstliche Seen sollen das vorstellen, was früher einmal Natur hieß. Selbst eine so natürliche Tätigkeit wie die Landwirtschaft haben sie mechanisiert und den Ansprüchen des Menschen unterworfen. Konsequent haben sie die natürliche Umgebung durch die menschengemachte Umwelt ersetzt. Ein Bild, das dieser Tage durch die Zeitung ging, zeigt eine Herde von ein paar hundert Kühen, nicht auf der Weide allerdings, auch nicht im Stall,
sondern in einem Kasten stand, dicht gedrängt, auf einem riesigen Karussell, den Kopf nach innen, das Hinterteil nach außen gekehrt, um der vollmechanisierten Melkanlage den Zugriff aufs Euter zu erleichtern. Gewissermaßen lebendige Maschinen, die, wenn sie dann schließlich ausgelaugt und abgeschrieben sind, in ihre Einzelteile zerlegt und weiterverarbeitet werden, dann kommt der Metzger an die Reihe. Robert Jung, ein Pionier der Ökologie, der noch wusste, dass Umweltschutz ohne Natur ein Bild ohne Rahmen ist. Robert Jung war entsetzt, als er eine moderne Besamungsstation besucht hatte, in der ein Stier auf eine Attrappe losgelassen wird, die ihm das abzapft, was seinen ökonomischen Wert ausmacht, das Sperma. Ein paar hundert Kühe injiziert, verspricht es den maximalen Gewinn, gemessen in Litern, Kilogramm, Euro oder Dollar. Wir nehmen das, wenn überhaupt, nur beiläufig zur Kenntnis. Es beunruhigt uns nicht weiter, denn wir sind stumpf geworden gegen die Ansprüche der Natur. Wir haben uns an die Kommerzialisierung aller möglichen ursprünglich autonomen Lebensbereiche gewöhnt und denken uns nicht viel dabei, wenn wir von Milcherzeugung, Ferkelproduktion oder geschredderten Küken hören. Der Fortschritt hat nun mal seinen Preis, und weil wir den Fortschritt wollen, haben wir uns mit seinen Scheußlichkeiten zu Nebenfolgen verharmlost abgefunden. Wir nehmen sie hin, auch wenn wir ahnen, dass die Sprache verräterisch ist und der verbalen die reale Barbarei zu folgen pflegt. Genauso wie Jean-Claude Juncker, der frivole Kommissionspräsident, uns das vorgerechnet hatte, als er sagte: Schritt für Schritt machen wir weiter, so lange, bis es kein Zurück mehr gibt und wir tun müssen, was wir gar nicht tun wollten. Das Glied, das in dieser Fortschrittskette lange Zeit noch fehlte, war die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein, wie Gottfried Benn seinerzeit hinzugesetzt hatte. Doch der kommt auch nun an die Reihe. Mehr Fortschritt wagen, das Motto der Ampelkoalition, lässt keine Ausnahmen zu und keine Lücken offen. Die Progressiven von vorgestern, die Braunen und die Roten, waren vorangegangen, haben sich jedoch verglichen mit den Progressiven von heute als reine Dilettanten erwiesen und kläglich versagt. Die Nazis hatten auf die Natur gesetzt, als sie die blonde Bestie züchten wollten. Die Sozialisten hatten auf die Gesellschaft gesetzt, als sie die sozialistische Persönlichkeit proklamierten. Beide meinten das bekanntlich ganz im Ernst. Und ihre Nachfolger, die Transhumanisten, meinen es auch ernst, wenn sie die Gensequenz manipulieren, um das Erbgut des Menschen zu optimieren. Was immer sie unter dem Begriff optimieren verstehen mögen. Und leider haben die modernen Menschenverbesserer im Unterschied zu ihren totalitären, braunen und roten Vorgängern ja auch die Mittel dazu in der Hand. Sie stehen, soweit ich sehe, in der Nachfolge Wagners. Ich meine nicht Richard Wagners, sondern des bekannten Famulus im Dienste des Dr. Heinrich Faust. War es doch dieser Wagner, der seinem Besucher, dem Teufel in der Gestalt des Mephistopheles, voller Stolz erklärte, ich zitiere: Wo sonst das Zeugen Mode war, erachten wir für eitel Possen. Wenn sich das Tier auch weiter dran ergötzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig höheren Ursprung haben. Soweit das Zitat. Höheren Ursprung, das heißt künstlichen, technischen, selbstbestimmten Ursprung, wenn es denn so etwas wie Menschen künftig überhaupt noch geben soll. Denn Wagners Enkelschüler sind ja längst schon weiter. Sie wollen den Menschen gar nicht eigentlich verbessern, sie wollen ihn ersetzen, überwinden, letztlich abschaffen. Der amerikanische Gentechniker Walter Gilbert träumt heute schon von einer Zeit,
in der man eine CD aus der Hosentasche zieht und sagen kann, dies hier ist ein menschliches Wesen, das bin ich. Und Gilbert ist keineswegs der Einzige, der das will, der davon träumt. Die meisten seiner Kollegen tun das auch. Diese Art von Fortschritt ist keine Sache mehr von rechts oder von links, von Kapital oder Arbeit und wie die gängigen Distinktionen sonst noch lauten mögen. Er ist überparteilich, interkonfessionell, richtungsübergreifend, schließt alle möglichen Gruppen, Verbände, Organisationen und Glaubensgemeinschaften ein. Wirtschaftsminister der Union dienen diesem Fortschritt genauso gründlich wie Finanzminister aus den Reihen der FDP oder Arbeitsminister aus denen der SPD. Und auch die Grünen sind natürlich dabei, ganz vorn sogar. Zusammen mit dem Planeten insgesamt wollen sie seinen Herrn und Meister, den Menschen, verbessern. Seine offenkundigen Mängel sollen nicht länger hingenommen oder kompensiert, sie sollen beseitigt werden. Und dazu braucht es nun einmal die harte Hand des Staates. Elternschaft, Kindschaft, Verwandtschaft. Alles das also, was im Verdacht steht, von der Natur so eingerichtet worden zu sein, was die Verfassung ausdrücklich natürlich nennt und deshalb schonen will. Alles das gilt ihnen als konstruiert, muss also deshalb dekonstruiert, auseinandergenommen und neu zusammengesetzt werden. Weshalb es gute Gründe gibt, jedenfalls in meinen Augen, die Grünen als Gegner der Natur zu bezeichnen. Der menschlichen Natur zumindest, die in ihren Augen etwas Unvollkommenes ist, das eben korrigiert, verbessert, in Wert gesetzt werden muss. Aus diesem Grunde, so sehe ich die Dinge, ihr Angriff auf die Zweigeschlechtlichkeit. Besonders widersprüchlich und absurd in meinen Augen, weil es eben nicht nur ein Angriff auf die Natur darstellt, sondern ein Angriff auch auf das, was den Grünen, wenn man ihnen denn glauben, über alles geht, den sogenannten Fortschritt. Denn die Zweigeschlechtlichkeit war ja doch der große Wurf, der es der Natur erlaubt hat, den Genpool immer wieder in Form von Mutation und Selektion immer wieder neu zu mischen und damit eben damit jene unendliche Vielfalt, die ganze schöne, große, bunte Welt hervorzubringen, die wir als Ergebnis der Evolution vor Augen haben. Dass es neben den Liberalen ausgerechnet die Grünen sind, die mit der Zweigeschlechtlichkeit die Triebfeder dieser evolutionären Dynamik ausschalten und durch die LGBTQ-Dogmatik ersetzen wollen, ist ein Witz, allerdings kein guter. Autonomie und Wahlfreiheit, auch gegen das Votum der Natur, das ist der Kern des libertären Programms. Kein Mensch könnte den Unterschied zwischen einem Mann und einer Frau verlässlich feststellen, hat eines der großen Kinder, die neuerdings die Ministerien bevölkern, neulich behauptet. Früher hätte man einen solchen Esel wahrscheinlich zum Augenarzt geschickt, heute macht man ihn zum Staatssekretär. Die Alternative zur zweigeschlechtlichen Vermehrung, um etwas noch in den naturwissenschaftlichen Gleis zu bleiben, die Alternative zur Zweigeschlechtlichkeit ist das Klonieren. Auch das ist natürlich, es kommt überall vor. Den Klon kennt die Natur seit eh und je, er ist jedoch nichts Neues, kein Fortschritt, nur eine Kopie dessen, was ohnehin schon da war. Und eben darauf, aufs immer Gleiche, laufen die grünen Proklamationen zur Neugestaltung des Lebens, der Gesellschaft und der ganzen Welt letztlich doch immer wieder hinaus. Auf den großen Stillstand, die Wiederkehr des Immergleichen. Sie denken und handeln wie Hanno Buddenbrook, der unter seinen Stammbaum einen dicken Strich zog und auf die Frage, was das denn solle, die naive Antwort gab: Ich dachte, es käme nichts mehr. Hanno sah für sich selbst keine Zukunft mehr,
genauso wenig, wie das die grünen, linken, progressiven Dekonstruktivisten tun. Statt der Zweigeschlechtlichkeit propagieren sie das dritte Geschlecht, das es in der Natur auch gibt, im Reich der Bienen, der Ameisen und der Termiten, das unter natürlichen Bedingungen aber durchweg steril ist. Auf Menschen angewandt, führt diese Ideologie zu Konsequenzen, vor denen die LGBTQ-Community, rigoros wie sie nun einmal ist, keineswegs zurückschreckt. Kinder sind für sie letzten Endes doch nur Spielzeug, Persönlichkeiten nur unter Vorbehalt. Sie genießen keine natürlichen, angeborenen, unveräußerlichen Rechte. Diese Rechte müssen ihnen erst noch in der Gestalt von sogenannten Kinderrechten verliehen werden, und zwar vom Staat. Der Staat tut das, indem er Heranwachsende dazu ermuntert, in der Pubertät, einer Phase sexueller Unsicherheit, Entscheidungen zu treffen, deren Bedeutung sie unmöglich absehen können, ausdrücklich auch gegen den Willen ihrer Eltern. Eltern sind nämlich Risikofaktoren, die ihrer natürlichen Rechte beraubt werden müssen, um die Kinder vor allerlei Ungemach zu bewahren. An ihre Stelle tritt der Staat in der Gestalt von geschäftstüchtigen Experten, die die Natur ins Handwerk pushen wollen. Fremdbestimmung unter dem Etikett der Selbstbestimmung, das ist die Quintessenz dieses Programms. Das aus der Natur eine Spielwiese für Genderaktivisten, Diversitätstheoretiker und Transhumanisten machen will. Denn wo das Naturrecht aufhört, da ist der Gesetzgeber frei. Er macht von seinen Rechten ja auch üppigen Gebrauch. Er schützt das Leben und er schützt es umso besser, je älter das Leben ist. Statt einer Jugendbewegung haben wir es in Deutschland mittlerweile mit einer alten Bewegung zu tun. Und die ist mächtig. Ihre Vertreter sitzen in allen möglichen Gremien und sorgen dafür, dass die Interessen ihrer Klientel nicht zu kurz kommen. Die Alten dominieren, weil sie über das Wichtigste von allen Bürgerrechten verfügen, das Wahlrecht. Den Kindern fehlt es und das bekommen sie zu spüren. Als das Coronavirus das Land in Panik versetzte, sind Kindergärten, Schulen und Universitäten reihenweise geschlossen worden. Um die Alten und Hochbetagten in ihren Pflegeheimen und Seniorenresidenzen vor Kummer zu bewahren. Man nannte das verhältnismäßig, sinnvoll und gerecht. In einem Land, in denen die immer noch sogenannte Alterspyramide die Form einer Urne, schmaler Fuß und breite Schulter, angenommen hat, sind Rentner und Pensionäre wahlentscheidend. Als Master Consumer, die den Olymp des Lebens erreicht haben und sich nun alles das leisten können, was ihnen bisher entgangen war, das zweite Auto, die dritte Kreuzfahrt, das vierte Smartphone und so weiter, verkörpern sie die höchste Macht im Staate, die Nachfragemacht. Wir sind die reichsten Alten aller Zeiten, jubelt einer aus ihren Reihen, nachdem er das Durchschnittsvermögen seiner Altersgenossen überschlagen hatte. Die Alters- und die Zukunftsforscher, in Deutschland fällt beides ja inzwischen zusammen, wissen, was das bedeutet und sie bohren weiter. Sie propagieren ein neues biografisches Modell und schwärmen von einer Zukunft, in der die Menschen nicht mehr so alt sind, wie sie Jahre hinter sich, sondern so jung, wie sie Jahre vor sich haben. Ich wüsste ganz gerne, was das für mich bedeutet. Ich bin zwischen 80. Und obwohl die Rollatoren die Kinderwagen längst schon überholt haben, machen Gesundheitspolitiker, Sozialarbeiter und Heimbetreiber ihrer Klientel Hoffnung auf eine Zukunft, in der es den alten Menschen, wie sie tatsächlich behaupten, nicht mehr gibt. Was, realistisch betrachtet, doch nur auf eine Gesellschaft herauslaufen kann, in der es nur noch alte Menschen gibt. In Deutschland hat man sie heute schon ungefähr vor Augen.
umtriebige Politiker wie Karl Lauterbach und politisierende Geschäftsleute wie Bill Gates finden das großartig, denn es eröffnet ihnen und ihren Hintersassen ungeahnte Verdienstmöglichkeiten. Zusammen mit einer Unzahl von Geschäftemachern aus aller Herren Länder bilden sie ein Kartell, das nicht nur den Preis, sondern, und das ist höchst ungewöhnlich, auch den Absatz garantiert. Angesichts dieser Lage frage ich mich immer wieder, warum man Lauterbach einen Minister und Gates einen Philanthropen nennt. Diese beiden Leute und viele andere natürlich auch machen ihr Geschäft nicht etwa mit, sondern gegen die Natur. Und das hat Folgen, denn die Natur weiß sich zu wehren. Sie schlägt zurück. Sie duldet nicht, dass sich eine einzige Art, hier der Homo sapiens, die Erde zulasten aller anderen Arten unterwirft und ausbeutet. Sie ist weder gut noch böse, weder freundlich noch grausam. Alle diese Attribute werden ihr immer nur von den Menschen beigelegt. Sie ist bloß nüchtern, unparteilich und erbarmungslos gerecht. Das Virus, das kleine Virus, ist ihr genauso lieb wie der herrliche, großartige Mensch. Und weil die kleinen Lebewesen in der Kunst, Hindernisse zu überwinden, so viel geschickter sind als die großen, haben sie ziemlich leichtes Spiel und gute Aussicht aufs Überleben. Natürlich wehren sich die großen Tiere. Sie greifen zu den aufwendigsten und absurdesten Mitteln, um sich gegen die Angriffe der Kleinen zu verteidigen. Nur treiben sie damit einen anderen, eine Art Gegenfortschritt, die Resistenzevolution voran, die ihre Schutzvorkehrungen dann immer wieder über kurz oder lang ins Leere laufen lässt. Weshalb, wie ich fürchte, der Teufel gute Karten hat, wenn er behauptet, auch dies natürlich im Faust, in jeder Art seid ihr verloren, die Elemente sind mit uns verschworen und auf Vernichtung läuft's hinaus. Ich fürchte, das stimmt. Die Elemente sind und bleiben mächtig. Jedes Erdbeben, jede Sturmflut, jeder Tornado kann uns daran erinnern. Aber wer weiß noch, wer kann und wer will überhaupt noch wissen, wie die Natur, die natürliche Natur, aussieht, was sie bewirkt oder bewirken kann, welche Gefühle und Einsichten sie wachruft oder stimuliert. Ich denke dabei weniger an die Elemente selbst, als an das, was nur in der Begegnung mit der lebendigen Natur erlebt und erfahren werden kann. Stille zum Beispiel, Einsamkeit, Ruhe und Dunkelheit. Ich zitiere: Es ist so still, dass ich sie höre, die tiefe Stille der Natur, schrieb Fontane nach einer seiner Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Gibt es das noch, die tiefe, fast schon beängstigende Stille der Natur? Oder fehlt sie uns? Und wenn sie uns nicht fehlt, was könnte denen fehlen, die sie nur deshalb nicht vermissen, weil sie die tiefe Stille der Natur niemals mehr kennengelernt haben? Nochmal ein Zitat. Die meisten von Ihnen werden es kennen. Füll es wieder Busch und Tal, still mit Nebelglanz, heißt es in Goethes Gedicht, Lied auf den Mond und dann weiter, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Dem Blick nach außen folgt der Blick nach innen. Ein symbiotisches Verhältnis, das man erfahren haben muss, um es zu kennen. Deshalb ist die Begegnung mit der Natur so wichtig, denn erhalten wird man am Ende nur das, was man liebt. Und lieben kann man nur das, was man kennt. Von solchen Erwägungen sind die Techniker natürlich frei. Leute wie Werner von Braun, der bekannte Raumfahrtpionier. Dich kriegen wir auch noch.
war das Einzige, was ihm beim Blick auf den Mond einfiel. Und leider hat er damit ja auch recht behalten. Für Leute wie ihn ist das Vorhandene nur ein Vorratslager, das erobert und ausgebeutet werden muss. Eine Neigung, die er übrigens nicht erst als Raketenbauer in den USA, sondern schon früher im Dritten Reich an den Tag gelegt hatte, als er in Peenemünde die V2 konstruierte, mit der Hitler London zerstört hat, oder im sogenannten Mittelwerk, einem unterirdischen Außenlager des KZ Buchenwald, wo er die ausgemergelten Gestalten an die Arbeit trieb. Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen doch recht eng zusammen. Das eine, die Achtung vor der Natur, geht mit dem anderen, der Rücksicht auf den Menschen, Hand in Hand. Der Mensch ist eben Teil der Natur. Und wer die eine tritt, wird früher oder später auch den anderen treten. Der Fortschritt, so würde ich resümieren, der Fortschritt ist anspruchsvoll. Er geht aufs Ganze. Deshalb muss er organisiert, geplant und vorangetrieben werden. Nur haben die Planer den Kompass verloren und gehen deshalb in die Irre. Zwei Mütter, drei Väter, vier Eltern und ein paar Dutzend Großeltern, sowas hat die Natur nicht vorgesehen. Das soll jedoch die Zukunft sein, der uns die grünen Weltverbesserer entgegenführen. Sie halten sich für klüger als den weisen Salomo, der an das natürliche Gefühl appellierte, dass die Mutter mit ihrem Kind verbindet, um die wahre von der falschen Mutter zu unterscheiden. Wenn es nach unserer Queer-Community geht, die bei den Grünen das große Wort führt, dann wird es einen solchen Richter in Zukunft nicht mehr geben. Statt der Natur ihr Recht zu lassen oder zu ihrem Recht zu verhelfen, wird er den beiden Frauen vermutlich nahelegen, ihre konkurrierenden Ansprüche auf das Kind gesprächsweise auszuhandeln. Und weil die falsche Mutter ja schon längst bewiesen hatte, dass sie in Sachen Rabulistik der wahren Mutter überlegen ist, wird es am Ende auf einen Kompromiss hinauslaufen. Auf die Teilung des armen Kindes, gerade das also, was der weise Salomon verhindern wollte, tatsächlich ja auch verhindert hat. Ausgleich zu Lasten Dritter. Darauf läuft es beim Aushandeln doch regelmäßig hinaus. Die Dritten, die für den Emanzipationsbedarf der Grünen einstehen sollen, das sind die Kinder. Überhaupt alles, das eigene, die eigene Mutter, das eigene Kind, die eigene Familie, überhaupt alles, was eigen ist oder so genannt werden kann, ist verdächtig. Es muss von seinen biologischen Wurzeln befreit, umgeformt und umverteilt, mit einem Wort vergesellschaftet werden. Die Kirche, um auch die hier nicht zu vergessen, die Kirche findet das vermutlich unnatürlich, zu widersprechen wagt sie aber nicht. Sie ist über die Bibel ja längst hinaus und beruft sich in ihren Wortmeldungen nicht länger auf die Heilige Schrift, sondern auf den Konsens der Wissenschaft oder auf das, was sie so nennt. Denn Wissenschaft gibt es nun einmal nicht im Singular, Konsens deswegen auch nicht. Das stört die Kirchenführer aber nicht. An irgendwas müssen sie ja glauben. Und wenn es nicht der Geist ist, dann eben der Zeitgeist. Dabei wären sie zum Widerspruch, soweit ich sehe, gut gerüstet. Die Katholiken zum Beispiel mit ihrer Naturrechtslehre, die Protestanten mit ihrer tief empfundenen Naturfrömmigkeit, die in so vielen Kirchenliedern immer wieder anklingt, geh aus, mein Herz, und suche Freud, ist wahrscheinlich nur das bekannteste unter ihnen. So oder so wäre ein kirchlich begründetes Naturbewusstsein dazu angetan, sich den Progressiven, die den Abschied von der Natur als Fortschritt propagieren, in den Weg zu stellen. Das wollen die Kirchen aber gar nicht. Sie wollen mitmachen und sind nur dort angekommen, wo alle anderen auch schon stehen. Sie haben sich so lange modernisiert, bis sie langweilig geworden sind. Und die Gläubigen, eine Organisation,
die nichts Eigenes mir vorzuweisen hat, in Scharen verlassen. Corona hat es, fürchte ich, an den Tag gebracht, was die Politik als soziale Wohntat anpreist und die Gesundheitsindustrie als Geschäftsmodell betreibt, das Impfen, Testen, Masken tragen, das empfiehlt die Kirche als die moderne Form von Nächstenliebe. Oder, wie es dann meistens heißt, von Solidarität. Solidarität klingt sozial, ist sie vielleicht auch. Und das Soziale steht, wie wir alle wissen, ganz weit oben auf der Liste. Das Ökologische, der Natur- und Umweltschutz freilich auch. Und leider beißt sich das eine mit dem anderen, ziemlich heftig sogar. Von dieser immanenten Spannung wollen die Grünen allerdings nichts wissen. Die propagieren zum Beispiel die Kilometerpauschale, wollen sie sogar erhöhen, obwohl das Pendeln zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, eine deutsche Besonderheit übrigens, die es in keinem anderen Land gibt, obwohl dies Pendeln zudem noch über lange Zeiten und weite Entfernungen einen überaus wirksamen Beitrag zum Treibhauseffekt leisten dürfte. Für alle anderen Formen des subventionierten Energieverbrauchs gilt sinngemäß das Gleiche. Das schönste Beispiel scheint mir immer noch der sogenannte Laubbläser zu sein, eine der dümmsten Erfindungen des letzten Jahrhunderts. Um den Straßenkehrern den Giftgriff zum Besen zu ersparen, werden ihnen Folterwerkzeuge in die Hand gedrückt, die die Luft verpesten und ganze Straßenzüge mit ihrem Lärm erfüllen. Wann werden die Roten und die Grünen sich der Einsicht beugen, dass das Soziale in einem schwer erträglichen, vielleicht auch ärgerlichen, aber doch auch immanenten Widerspruch zum Ökologischen steht? Zumindest dann, wenn man rund 8 Milliarden Menschen auf einem Wohlstandsniveau versorgen will, das in Deutschland als Standard gilt. Ich hatte eingangs die Verfassung zitiert, zumal ihren 6. Artikel, der die Familie unter den besonderen Schutz des Staates stellt. Pflege und Erziehung der Kinder als das natürliche Recht der Eltern bezeichnet und allen Müttern die Fürsorge der Gemeinschaft zusagt. So könnte ich fortfahren, aber ich frage mich oder auch Sie, wozu eigentlich? Wozu einen Text zitieren, der sich nach wie vor sehr gut liest, aber nicht mehr viel bedeutet? Denn so weit sind wir ja inzwischen. Auch die Verfassung ist modernisiert worden und das ist ihr nicht gut bekommen. Die Familie ist ihrer Privilegien beraubt worden, indem man den besonderen Schutz, den ihr das Grundgesetz zugesagt hatte, auf alle möglichen Gruppen ausgeweitet hat. Die Eltern sind zu Sorgeberechtigten, zu Dauerbezugspersonen degradiert worden, von deren natürlichen Rechten schon deshalb keine Rede sein kann, weil die Natur als normative Instanz nicht länger existiert, zumindest nicht mehr existieren soll. Und so geht es weiter, unabhängig von dem, was die Verfassung selbst natürlich genannt und unter Schutz gestellt hat. Gewiss, ich sagte es schon, Natur ist Deutungssache. Die Menschen waren schon immer groß darin, ihr alles das herauszulesen, was sie vorher in den Begriff hereingelesen hatten. Wo der eine auf die natürliche Brutvorsorge des Rotkehlchens verwies, da erinnerte der andere an den Kuckuck, der seine Mitbewerber einfach aus dem Nest wirft. Schon deshalb wäre der Ruf zurück zur Natur, der Schlachtruf der Rousseauisten, eine höchst fragwürdige Devise. Unbrauchbar scheint er mir aber nicht zu sein. Denn wenn auch keine eindeutigen, gibt die Natur doch immer wieder allerlei kaum verborgene Hinweise, die zu beachten schon deshalb ein Akt von Klugheit ist, weil sie dem Überleben dienlich sind.
Sie erinnert an Grundsätze, die nicht folgenlos ignoriert, und an Grenzen, die nur mit schlimmen Folgen überschritten werden können. Die Grünen reden gern von der Natur. Nur dort, wo die Natur den Menschen berührt, da soll sie entmachtet werden. Da hat sie offenbar manches falsch gemacht, weshalb sie korrigiert, manipuliert oder optimiert werden soll. Das sogenannte Transgesetz, ich erinnerte schon daran, das Pubertierenden erlauben will, auch ohne Zustimmung der Eltern das biologische Geschlecht zu wechseln, sieht das bekanntlich vor. Folgt man den falschen Umweltfreunden, wird es so etwas wie natürliche Neigungen und Aversionen, natürliche Prägung und natürliches Geschlecht in Zukunft nicht mehr geben. Jungen und Mädchen, Eltern und Kinder, Familie und Verwandtschaft, Begriffe durchweg, mit denen sich in sämtlichen Kulturkreisen bestimmte Erwartungen, Ansprüche und Verpflichtungen verbunden haben, sollen zur Disposition gestellt, auf Wunsch sogar ins Gegenteil verkehrt werden. Grenzen soll es nicht mehr geben. Und wo es sie doch noch gibt, da sollen sie fallen. Die neue Gesellschaft, von der die Linke träumt, ist inzwischen ja auch nicht nur träumt, sondern realisiert. Die neue Gesellschaft braucht offenkundig eine andere Natur, vor allem allerdings einen anderen Menschen. Was folgt daraus? Widerstand? Ich halte das für töricht, davon zu reden. Es wäre frivol, zumal am heutigen Tag. Die Männer und die Frauen vom 20. Juli haben ihr Leben ja nicht nur riskiert, sie haben es verloren. Und davon, von einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, kann hier und heute ernsthaft keine Rede sein. Es geht um etwas ganz anderes, um einen verborgenen, schleichenden Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung und ihre natürlichen Grundlagen. Wir haben es nicht mit einem Putsch zu tun, einem Staatsstreich, einer Verschwörung oder sonst einem fassbaren Ereignis. Schon deswegen halte ich die gängigen Verschwörungstheorien für Humbug. Es handelt sich um einen wuchernden Prozess, um einen Fortschritt, der eben deshalb so gefährlich ist, weil niemand weiß, wann der Punkt erreicht sein könnte, an dem man sagen muss, jetzt reicht's. Wie wehrt man sich gegen einen Gegner, der überall gegenwärtig, aber nirgendwo konkret zu fassen ist? Das scheint mir die Frage zu sein, auf die Verschwörungstheorien keine vernünftige Antwort haben. Und an der das Widerstandsgerede, ob nun von rechts oder von links, immer wieder abprallt. Die Verschwörung, von der da immer wieder so gern geredet wird, die findet doch nicht im Geheimen, die findet inzwischen auf offener Bühne statt. Christine Lagarde, damals französische Finanzministerin, heute Chefin der Europäischen Zentralbank, war doch nur ehrlich, als sie erklärte, wir haben die Verträge gebrochen, um den Euro zu retten. Und Frau Merkel hat es ihr nachgetan, als sie in Thüringen gleich mehrere Verfassungsregeln brach, darunter solche, die vom Grundgesetz der Ewigkeitsklausel unterstellt worden sind, also auch mit qualifizierter Mehrheit nicht verändert werden dürfen. Die Verfassung, könnte man in Abwandlung eines bekannten Ausspruchs von Maggie Thatcher sagen, die Verfassung ist in Stellung, aber nicht in Kraft. Der Baum ist nicht gefällt worden. Ihm werden die Wurzeln abgegraben. Er steht noch da, ein Denkmal seiner selbst, doch ohne Saft und ohne Leben. Im 75. Jahr seines Bestehens ist das Grundgesetz Vorbild für alle Welt, wie es in Sonntagsreden gern gepriesen wird, zu guten Teilen ausgehebelt worden. Wurstigkeit als politisches Prinzip, das dürfte, so wie ich fürchte, die schwerste und dauerhafteste Erblast
der 16 viel zu Jahren Merkeljahre sein. Die gewollte Profillosigkeit, mit der diese Frau ihre Partei ein schlimmes Erbe hinterlassen hat, ist oft genug beschrieben worden. Ich muss das hier nicht noch einmal tun. Tatsächlich wäre ohne diese Profillosigkeit der Platz ja auch nicht frei geworden, der den aberwitzigen Versuch, in Deutschland eine neue Partei zu gründen, überhaupt erst möglich gemacht hat. Ob er gelingt, steht freilich in den Sternen. Ich bin ja nicht der Einzige, der sich darüber wundert, wie man so töricht sein kann, sich freiwillig in eine Ecke zu begeben, in die der Gegner einen drängen will. Das alte Rechts-Links-Schema kann man dabei getrost vergessen. Es taugt, wenn überhaupt noch zu irgendetwas, nur noch zur Polemik. Die entscheidenden Probleme, denen sich die Menschheit gegenüber sieht, Übervölkerung, Überalterung, Übernutzung der natürlichen Ressourcen, diese Probleme lassen sich auf dem Rechts-Links-Schema nicht mehr abbilden. Schon in der Weimarer Republik, Sie werden es wissen, gab es die rechten Leute von links und die linken Leute von rechts. Heute gibt es sie erst recht noch, sogar in Massen. In nahezu allen Fragen von einem Gewicht hört man ihre Stimmen. Der Krieg gegen die Ukraine hat das auf eine fast schon abenteuerliche Weise noch einmal deutlich gemacht. Ausgerechnet hier, wo es um das Ursprungsthema aller Politik, den Gegensatz von Freiheit und Despotie geht, ausgerechnet hier tönt es aus den linken Reihen ganz ähnlich wie aus denen der AfD. Die Behauptung, Umweltschutz sei rechts und Klimaschutz sei links, ist nur eine weitere Parole aus diesem Katalog. Gewiss, der schrille Tonfall, in dem die Grünen ihre Dogmen vortragen, macht sie schwer erträglich, auch für mich. Sie haben ja recht, hat Niklas Luhmann mit mildem Spott schon vor vielen Jahren gesagt. Die Grünen haben recht, man kann die nur nicht zuhören. Muss man auch gar nicht, würde ich hinzufügen, weil sie das, was sie zu sagen haben, auf seinen harten Kern reduziert aller Weltsweisheiten sind. Der Mensch ist nun mal ein Naturwesen und er ruiniert sich selbst, wenn er glaubt, sich von seiner Herkunft befreien, emanzipieren zu können. Es wäre deshalb, meine ich, an der Zeit, die unselige, weil wirklichkeitsfremde Unterscheidung von rechtem Umwelt- und linkem Klimaschutz, wie sie neulich zu meiner Verwunderung auch an dieser Stelle vorgetragen worden ist, diese Unterscheidung aufzugeben und durch die übergeordnete Kategorie des Naturschutzes zu ersetzen. Nicht aus theoretischen, sondern aus höchst praktischen Gründen. Denn indem der Mensch die ihn umgebende Natur schützt, schützt er ja auch sich selbst. Ob und wie es einer außer Rand und Band geratenen Menschheit gelingen wird, sich mit den naturgewollten Grenzen ihrer Existenz abzufinden, scheint mir eine der großen Fragen zu sein, an der keine Partei, die in Zukunft eine Rolle spielen will und gewählt werden möchte, vorbeigehen darf. Und da wir hier in Berlin sind und Sommer ist, ziemlich heiß sogar, will ich mit einem freundlichen Ausblick schließen. Er liegt schon einige Zeit zurück, stammt von Theodor Fontane und spielt im Juli. Im Juli vor mehr als 100 Jahren allerdings. Der Dichter beschreibt eine Sommernacht, in der das milde Licht des Mondes auf einen Park fällt, in dem die Nachtigallen schlagen, die Linden in voller Pracht stehen und die Gegend mit ihrem süßen Duft erfüllen. Die Gegend, das ist die Invalidenstraße, heute eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, laut, stinkend und verdreckt wie so vieles in Berlin. Was zur Frage einladen könnte, ob es nicht doch ganz klug gewesen wäre, der Natur ihren Lauf zu lassen, sie jedenfalls nicht so brutal in Wert zu setzen, wie das in Berlin und anderswo geschehen ist.
Die Stadt sähe dann vermutlich nicht so sexy, dafür aber etwas menschenfreundlicher, lebens- und liebenswerter aus. Und billiger wäre es auch gewesen. Denn die 6 Milliarden, die für den Umbau eines Flughafens fällig geworden sind, den ein unfähiger Bürgermeister in den Sand gesetzt hat, die wären für etwas Besseres frei geworden. Zum Beispiel für einen Park, in dem die Nachtigallen schlagen, die Linden blühen und die Gegend mit ihrem Duft erfüllen. Vielen Dank.